Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Weihnachtsausgabe von Staxel. Vielleicht hört ihr es, meine Stimme hört sich ganz bescheiden an, weil es ist das eingetreten, was eigentlich jedes Jahr eintritt. Wenn der Stress des Jahres von mir fällt, und dieses Jahr war es viel Stress gerade zum Jahresende, weil das Finanzamt so viel Geld haben wollte und ich da mal nicht mit einverstanden war, ja, dann werde ich immer krank. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, wenn man Stress abbaut oder keinen Stress mehr hat, dass, oder weniger, ne? Gar keinen Stress, stimmt ja auch nicht. Aber wenn man dann Stress abbaut, dass man dann einfach schlichtweg krank wird. Mich hat es also wieder erwischt und ich versuche heute, es ist so heute mit der schlimmste Tag, ich habe mir gerade alles reingepfiffen, was irgendwie hilft, eine Stimme zu haben und nicht vor lauter Nasenkribbeln ständig ins Mikrofon zu niesen, weil das ist ja auch widerlich, wenn der Schleim darunter tropft. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich heute vielleicht in der einen Aufnahme, die ich mache, nicht ganz immer so viel rede, weil es ist wahnsinnig anstrengend heute. Aber das kennt ihr, jeder von euch war schon mal erkältet, also insofern will ich da gar nicht rumheulen und setze mich extra heute nur für dich hier hin. Es ist nämlich heute der 24.12., wir haben Heiligabend. Heute um 14 Uhr soll diese Folge auch rauskommen. Und deswegen habe ich gesagt, setze ich mich extra nochmal für dich hier hin und nehme auf. Dabei habe ich eigentlich gar keine Zeit, weil ich muss noch Kuchen backen, ich muss noch ein paar Geschenke einpacken und vor allem, ich bin krank. Das ist doof. Aber es ist wirklich jedes Jahr so. Wobei ich oft ja erst so am 23., spätestens 24. Ja, sozusagen abbaue und sage, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Und dann fällt das immer erst auf nach Weihnachten. Ne? Dann werde ich so, wo ist mein Netz? Zweiten Weihnachten oder so krank, dann geht das immer noch. Aber jetzt durfte ich ein bisschen früher in Pause gehen, in Urlaub. Und schon hat es mich richtig erwischt. So, wie sich das ja jedes Jahr gehört. Alles klar, also wir nehmen mal den Bienenkönigin noch mit. Da unten ist nur ein Schmetterfink. Hier ist auch nur ein Schmetterfink. Und es gibt überhaupt kein Weihnachtsevent. Habe ich das richtig gesehen, dass Staxel kein Weihnachtsevent hat? Das ist aber verwunderlich. So, wir können den Milch weglegen. Wir können den Kirsche weglegen. Hier haben wir ein bisschen Dung. Das legen wir dahin. Und natürlich, es ist klar, ich habe es wieder vergessen. So. Ja, wir haben heute nicht viel zu tun, das ist der Vorteil. Wir müssen nur ein bisschen ausschachten. Denn wir wollen ja die, wenn ich mich richtig erinnere, weil die letzten Male oder die letzten Folgen waren, glaube ich, anderthalb Wochen an Folgen. Die hatte ich am Stück aufgenommen. Da ging es mir gut, da hatte ich gerade mal eben Zeit. Also, was macht man? Aufnehmen. Und jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Das ist auch nur für eine Folge. Also mehr mache ich heute tatsächlich nicht. Ich mache genau eine Folge, nehme ich auf. Und dann muss ich für den 26.12. muss ich noch irgendwie ran. Also, das hier haben wir schon mal geschafft. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier unten haben wir noch eine Steintreppe. Und hier ging es dann weiter. Und wir haben ja gesagt, wir schachten ordentlich aus, ne? Müssen wir auch, wie ihr seht. Wir müssen also noch ein bisschen runter. Hier ist wieder finster, aber dafür hatten wir ja Lampen. Warum ist hier eigentlich? Verstehe ich nicht. Muss ich die drehen? Geht wieder alles nicht hier, ne? Oh, Staxel. Wo hatten wir denn, hatten wir nicht noch irgendwo, wo waren denn da? Steintreppen, genau. So. Da. Wir müssen ja auch immer gucken, wie weit wir runterbauen, ne? Was haben wir denn hier als Trägermaterial verwendet? Ich weiß das doch alles nicht mehr. Ich bin Fussel, ich bin vergesslich. Wir haben nur noch 8 von den Dingern hier. Kann gar nicht sein. Warum sind wir denn so schlecht ausgestattet? So, dann müssen wir hiervon noch welche bestellen, ne?
Ach, ich habe keine mehr. Was waren das denn für Blöcke? Komm, dann bestellen wir die gleich. Dann ist ja einfacher Ziegelblock. Einfacher Ziegelblock. Davon haben wir keinen mehr? Verstehe ich ja nicht. Warum haben wir denn so wenig davon? Hat die einer von euch woanders für gebraucht? Der Ziegelblock. Wobei, ich gucke nochmal eben hier, aber nee, ne? Hier ist nur cremefarbener Ziegelblock. Also Ziegelblöcke haben wir nicht mehr. Ziegelblock. Da. Dann kaufen wir davon nochmal 200. Komm. Wir haben doch Geld. Was soll's denn? Na? Kommt natürlich erst morgen. Das ist nicht so gut. Aber auch das kriegen wir hin. Was nehmen wir denn hier als Boden? Was haben wir denn hier? Weil wir müssen ja noch eine Treppe müssen wir ja noch machen, ne? Womit füttern wir das denn aus? Ich habe das jetzt so freizügig weggenommen. Weil wenn ich das auf Erde baue... Nur wenn ich jetzt hier noch eine Treppe hinsetze, ne? Seht ihr? Dann sieht das kacke aus. Das heißt, es muss das hier weg. Gut, das geht jetzt nicht. Dafür brauche ich einen Hammer, alles klar. Das heißt, das muss weg. Die Erde muss aber auch weg. Da muss also irgendwas anderes hin. Was ist, wenn wir das hier darunter bauen? Das könnte funktionieren, ne? Dann machen wir es eben so. Ich hoffe, das passt. Das funktioniert sehr gut sogar. Da muss der auch noch weg. Ja. Eins. So. Schön zumachen, ne? Gehen wir noch einen runter? Oder lassen wir es so? Weil wir sind dann auf der Ebene hier. Das muss man ja alles ausmessen. Wenn ich jetzt ein Architekt wäre, weißt du? So, wir hängen mal, weil das Licht hier echt bescheiden ist. Siehst du, wir müssen nämlich noch einen runter. Aha. Alles kriegen wir hin, gar kein Problem. So. Schön wegbaggern. Dann hauen wir mal die Wand weg. Es ist wieder dunkel. Aber nicht das Problem. Wir setzen einfach wieder Licht, ne? Das hier noch weg. So. Und dann müssen wir da vielleicht was anderes hinmachen. Weil das so sieht's ja kacke aus, ne? Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Da muss ich wohl verrutscht sein. Jetzt schaffen wir erstmal Platz hier unten. Ups, Entschuldigung. Das war nicht so gut. Wobei wir ja eh noch einen neuen Boden reinsetzen. Das heißt, ich würde dafür plädieren mit den Maschinen und so weiter. Wir gehen noch eine Etage nach unten. Ne? Also anhand mit Treppen. Dafür brauchten wir diese Holzdinger hier. Einmal hier und einmal da. Ich will wieder ins Bett. So, dann hier einer hin. Und dann hatten wir hier noch eine richtige Treppe. Ne? Und dann mussten wir das hier rausnehmen, weil ja hier noch ein vernünftiger Fußboden reinkommt. So, dann haben wir das schon mal ganz grob wenigstens geplant. Wir kommen hier gut raus, das ist sehr gut. Ach, hier mussten noch was hin, ne? Oh, zieht gerade ein bisschen im Cecils Hütte.
Ja, ich kann nicht dran vorbeigehen, ohne das wegzukloppen. Es tut mir leid, ich bin... Ich kann das nicht. Wir räumen das aber gleich mal ins Regal rein. Da hatten wir ja hier unseren Slot. Sehr gut. 210, ob das ausreicht, ich weiß es nicht. Was nehmen wir denn als Boden? Grober Steinweg, Pflasterstein, brauner Pflastersteinblock. Was meint ihr? Oder weißer Ziegelweg? Sollen wir es unten eher weiß machen? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Wir müssen, glaube ich, nach Weg gucken. Blauer Ziegelblock? Ne, das nicht. Weg. Also Weg haben wir nur weißer und grober. Na, grob sieht scheiße aus. Das nehmen wir nicht. Also weiß. Was haben wir denn noch an Boden? Böden sind alle Holz, ne? Baguetteböden. Da ist auch wieder Holzplankenböden. Grober Steinweg, weißer Ziegelweg und Parkettboden. Wobei, das hatten wir auch noch nicht. Dann nehmen wir da unten weißen Baguetteboden. Was haltet ihr davon? Eine coole Nummer, oder? Die müssten ausreichen. Wie machen wir die Wände? Da haben wir gesagt, da wollen wir die hier verwenden, oder? Sah das denn gut aus? Ich weiß das gar nicht. Rennen, nicht bremsen. Sieht das gut aus mit diesem blauen Verlies? Weil hier nicht, keinesfalls. Dann könnte man sozusagen hier unten anfangen. So, das ist ja noch Treppe. Hier kommt Boden hin. Oh, nee. Oh, nee. Oh, auf keinen Fall. Was ist das denn? Warum habe ich das denn gekauft? Boah, das geht ja gar nicht. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und hier habe ich das Gefühl, die müssen auch noch weg, ne? Muss da nicht Holz hin? Sinnvollerweise. Und Stein nach außen, ne? Was sagt ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und auch hier gilt, wer das später gesehen hat, der kann ja auch schon mal reinschreiben, was er geschenkt bekommen hat. Wenn er uns das mitteilen möchte. Ich habe keine mehr. Uff. Aber das muss ja auf jeden Fall noch zugemacht werden. Aber oben vergrößern wir es nicht. Also das machen wir auf keinen Fall. Ne, wir brauchen einen vernünftigen Boden. Ne, nee, beziehungsweise eine vernünftige Wand. Was nehmen wir denn als Wand? Auch wieder hier so Ziegel? Oder was haben wir denn? Das sind Böden. Weißer Sandstein, pinker Stein. Cremefarbener Stein. Holzblock, gelber Holzblock, hölzerner Hausblock. Versuchen wir es mal mit dem gelben. Davon haben wir noch so viele. Dann nutzen wir den doch auch mal. Wir tasten uns so langsam heran. Und dann wissen wir auch, was wir die nächsten Tage und Aufnahmen sozusagen zu tun haben. Da passt noch einer hin. Also das wäre dann die Höhe sozusagen. Hier unten kommt der Steinfußboden hin. Was haben wir denn? Oder wollen wir das so machen?
Ich weiß es nicht. Eigentlich gefällt mir das hier besser. Ne? Ja, ja, komm, das lassen wir so. Das sind jetzt die Designerfragen, ne? Das dauert ja immer, das wisst ihr ja. Aber dann machen wir hier den weißen. Wir haben doch weiß genommen, ne? Das ist immer der Nachteil. Mein Gehirn ist derart blockiert. Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Vor wenigen Minuten. Habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr krank seid? Also es ist unglaublich, was mein Gehirn alles jetzt nicht kann. Das, also sonst ist kein Problem, ne? Aber widerlich. Ich hasse Krankheiten so sehr, ne? Man macht doch nur Blödsinn. Das ist ja das Schlimme. Man macht ja nichts Vernünftiges, sondern immer nur Blödsinn. So, so und so. Und ihr seht auch hier, das da muss zum Beispiel noch raus. Das muss dann gegen Holz ersetzt werden. Da ist aber immer noch was. Das muss dann auch ersetzt werden. Ich komme aber nicht. Doch, so komme ich dran. Jetzt müssen wir eben gucken. Ja, so kann das bleiben. Gegebenenfalls muss hier aber noch. Ja, hier machen wir noch eine hin. So. Und dann haben wir es aber auch für heute geschafft. Und dann lasse ich euch jetzt Heiligabend feiern und wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt, dass ihr möglichst viel Familie friedlich zusammen feiern könnt und dass ihr das Geschenk bekommt, was ihr euch immer gewünscht habt. Alles smoothy läuft und ihr zufrieden seid. Deine Blaupausen. So, und dann gehen wir bei abendlicher Stimmung einfach mal in unsere verdiente Weihnachtsfreizeit und wir sehen uns gerne am zweiten Weihnachten, im 26.12. um 14 Uhr wieder zu einer neuen Folge von Staxel, wo ich hoffe, dass ich bis dahin so fit bin, dass ich sie wieder aufnehmen kann. Und ansonsten, wenn euch langweilig sein sollte oder vielleicht Oma wieder mal von früher erzählt und ihr sagt, oh ne, bitte nicht, Knöpfe in den Ohren, Handy an. Und dann könnt ihr gerne eines der vielen anderen Let's Plays, die hier auf meinem Kanal sind, ja, sozusagen als Pausenfüller benutzen. Also macht es gut. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, ein ganz tolles Weihnachtsfest. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.